Jeder kennt das irgendwie, ja, Kundenzufriedenheit. Und dann nimmt man sich eine Firma, die macht einen Fragebogen, dann gibt man den Fragebogen und dann, das ist alles Mist. Sondern man muss tatsächlich auch wieder von hier, von innen herausgehen, dass man schaut, was möchte ich tatsächlich gerne wissen und was möchte ich gerne erfragen, mit welcher Zielsetzung? Möchte ich irgendwas verbessern? Habe ich irgendwo einen blinden Fleck, den ich einfach nicht kenne? Was will ich damit machen? Und wenn man sich das schon mal klar gemacht hat, dann wird auch das Thema Kundenzufriedenheitsbefragung und Messung schon wieder ganz anders. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir sprechen heute über ein Thema, was, wie formuliere ich das am besten? Ich glaube, was auch so eine Praxis ein bisschen am Laufen hält oder am Laufen halten sollte, nämlich über die Kundenzufriedenheit. Viele Menschen haben ja so das Bedürfnis, wenn sie an irgendwas arbeiten oder wenn sie sich ein Ziel gesetzt haben, sie möchten das auch messen. Und ich glaube, also, ne, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber dass du der Meinung bist, dass man Kundenzufriedenheit durchaus in manchen Bereichen messen kann. Und auch sollte. Ist das so? 100%. Man sollte es Okay. auf jeden Fall messen, man sollte es regelmäßig messen, man sollte aber auch einen Plan und eine Strategie haben für die Messung. Das ist jetzt noch etwas, was vielleicht darüber hinausgeht, weil im Prinzip jeder kennt das irgendwie. Ja, Kundenzufriedenheit und dann nimmt man sich eine Firma, die macht einen Fragebogen, dann gibt man den Fragebogen und dann, das ist alles Mist. Sondern man muss tatsächlich auch wieder von hier, von innen herausgehen, dass man schaut, was möchte ich tatsächlich gerne wissen? Und was möchte ich gerne erfragen? Mit welcher Zielsetzung? Möchte ich irgendwas verbessern? Habe ich irgendwo einen blinden Fleck, den ich einfach nicht kenne? Was will ich damit machen? Und wenn man sich das schon mal klar gemacht hat, dann wird auch das Thema Kundenzufriedenheitsbefragung und Messung schon wieder ganz anders. Hier auch, Ja. wir sind alle Akademiker. Ja? Wir haben ganz viele von uns haben mal eine Doktorarbeit gemacht. Wie viele von euch wenden wissenschaftliche Methoden auf den Praxisalltag an? Das ist jetzt kein Vorwurf, gar keine Frage, aber das ist eher ein Anreiz, und ein Wunschgedanke, dass man genauso, wie man auch eine kleine Studie oder so gestaltet, das macht. Nämlich, dass man entweder etwas bestätigt von dem, was man glaubt, dass es so ist, oder dass man versucht, etwas Neues herauszufinden, neue Ergebnisse zu erreichen, durch bestimmte Experimente, die man dann vielleicht auch macht, und da konkrete Befragungen zu machen. Und das vielleicht als Gedanke nochmal, das ist aber ein ganz anderer Blickwinkel als irgend so einen blöden Standardzettel da von irgendeiner Firma einfach mal den Patienten vorzuwerfen und am Ende hat man einfach nur Müll generiert. Ist übrigens Verschwendung nach Lean. Da fahren wir wieder, Und genau. Verschwendung von Intelligenz auch, die wir ja alle auch haben und die wir hier mal nutzen dürfen, total kreativ. Ja, aber wo wir jetzt gerade beim Thema kreativ sind, ich meine, es wäre ja dann sehr unkreativ, ach, pass auf, Überleitung, es wäre dann sehr unkreativ zu sagen, ach ja, guck mal, bei meiner Praxis es beschwert sich keiner, deswegen jetzt, die sind alle zu 100% zufrieden. Es wäre nicht nur unkreativ, ich glaube, es wäre auch sehr naiv, oder? Ja, ist ja ganz naiv, definitiv. Ich wünsche mir total viele Nachbarpraxen in dieser Form. Und manche davon habe ich zum Glück auch, weil davon Okay. lebe ich nämlich. Nein, Scherz beiseite, davon leben wir natürlich alle. Das können wir uns alle gegenseitig wünschen, dass das so ist. Und ich habe an anderer Stelle schon mal das Beispiel gebracht von diesem Berg. Ja. Wenn wir meinen, oh, alles ist so schwer, alles ist so schwierig und was weiß ich, und wir denken eigentlich, es läuft nicht gut, sind wir meistens auf dem Berg Richtung bergauf unterwegs, was eigentlich gut ist, weil uns das auf ein Ziel führt. Wenn es dann aber so einfach wird und alles läuft von alleine und wir werden immer schneller und schneller und schneller und irgendwie dann kommt der Kontrollverlust und dann kommt das Tal und dann haben wir tatsächlich ein Problem in der Regel. Das heißt, ja,
wer dort nichts macht, keine Beschwerden hat, hat ein Problem. Und dazu vielleicht ein ganz konkretes Beispiel einmal wieder, das ich auch immer wieder gerne bringe, wenn dann irgendwie Mitarbeiter sagt, oh, guck mal, wir haben schon wieder 5 Sterne auf Google bekommen, wo ich natürlich sage, super, okay, fürs Ranking, alles cool und so können wir gebrauchen. Und die Patienten gucken ja manchmal auch nur auf die Anzahl der Sterne und wie viele haben geliked, ist schon mal ganz gut. Für uns als Praxis jetzt ist die Frage, okay, was hat der Patient denn geschrieben? Was hat ihm denn konkret gefallen? Was hat dazu geführt? Und dann an welcher Stelle in seiner Patientenjourney hat er genau diese Bewertung abgegeben? Am Anfang, nach dem Erstgespräch, als die Zahnspange eingesetzt wurde, als sie rausgenommen wurde, am Anfang, als er endlich weg durfte von uns, wann hat er denn die 5 Sterne gegeben? Und warum? Und meistens wissen wir es nicht, finden wir es nicht heraus. Und da kommt der spannende Punkt. Zufriedenheitsbefragung ist auch so ein Begriff, der auch so ein bisschen irreführend manchmal ist. Weil manche Befragungen sind so aufgebaut, dass wir dann nur sehen, ja, okay, wir hatten 90% Zufriedenheit, 95% würden uns weiterempfehlen und 97% geben uns 5 Sterne. Okay, ja, super, das ist eine Zufriedenheitsbefragung. Stimmt, wir sehen, es sind irgendwie alle zufrieden, aber wir wissen sonst nichts. Eine Unzufriedenheitsbefragung ist ein viel spannenderer Punkt. Und das ist etwas, was vielen total schwerfällt. Nämlich, wenn ein Patient sich tatsächlich mal beschwert oder beklagt. Klar. Der kann auch einen scheiß Tag haben, der kann irgendwie ein ganz anderes Problem haben oder der kann vielleicht auch das emotional-psychologisch nicht so rüberbringen, dass wir im ersten Moment damit auch super was anfangen. Dafür gibt es übrigens auch wieder standardisierte Vorgehensweisen, wie wir das verbessern können, zum Beispiel Latte-Konzept und so. Kann man an anderer Stelle mal drüber sprechen. Da wird es aber tatsächlich spannend, sich da einmal die Zeit zu nehmen, kurz zuzuhören, die Dinge sacken zu lassen. Und dann im Anschluss vielleicht daraus zu filtern, was davon ist jetzt reine Polemik, was davon war jetzt einfach nur Wut, Verletzung und so weiter und so fort, quasi Rache, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Ja, das klingt jetzt alles so blöd, aber das sind oft so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Was ist aber da die Botschaft, die dahinter steckt? Wo haben wir jetzt tatsächlich aus Sicht dieses Patienten individuell Mist gebaut? Und was bedeutet das für unseren Touchpoint? Kommt immer wieder in diesen Interviews. Was können wir an dieser Stelle vielleicht optimieren, damit das so für genau so einen Patienten wie diesen in genau dieser Situation, also da sind wir auch bei der Individualität, nicht wieder vorkommt, idealerweise. Und da sieht man natürlich auch eine gewisse Utopie, natürlich auch, dass es nie wieder vorkommt, aber zumindest das Bestreben ist dann da. Ja. Aber das heißt, wenn ich das schaffe, also wenn ich jetzt schaffe, wie du eben die Polemik hast du da genannt oder diesen Ärger, den der Patient gehabt hat, was auch immer, wenn ich das schaffe, auszuklammern und wirklich so auf diesen Inhalt der Beschwerde gucke und das auch bewerte für mich und analysiere, dann heißt das ja eigentlich, dass jede Beschwerde, wenn sie gerechtfertigt ist, auch so ein bisschen eine Chance mit sich bringt, sich zu verbessern dann und ja eigentlich dann auch positiv ist. Absolut, ganz genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir halt am besten aus Fehlern lernen können. Natürlich ist es immer am schönsten, aus den Fehlern anderer zu lernen, was da auch der, sag ich mal, die clevere Variante ist. Darum macht es auch zum Beispiel durchaus Sinn, kleiner Werbeblock, so ein Coaching zu machen oder so bei jemandem, der schon, was weiß ich, 100 Praxen begleitet hat in so einem Fall, weil der kennt schon sehr, sehr viele Fehler, nicht nur die eigenen und kann da entsprechend weiterhelfen. Aber das ist genau der Punkt, wo man dann entsprechend auch hingehen kann. Das ist übrigens ein ganz spannendes Thema, um das mal am Rande aufzunehmen, hier jetzt auch. Es gibt auch für mich als Speaker, Interviewmensch, Autor oder sonst irgendwas immer wieder so bestimmte Situationen, so zum Beispiel, dass es, ich weiß genau, wer meine Hater sind und wo die herkommen und so weiter, das auch. Und das sind so meine treuesten Fans, das wissen die selber gar nicht. Das ist immer so genial. Das sind die Ersten, die ein neues Buch kaufen. Das sind die Ersten, die gucken sich jeden Post, jedes Reel, alles, jedes Interview, gucken die sich an, drehen das vor und zurück, um irgendwas zu finden, was daran schlecht war. Und das ist super, weil die legen dann auch den Finger dann schon mal in die Wunde und daraus kann ich viel mehr lernen, als von irgendeinem Superfan, der einfach sagt, oh, ist immer alles so toll, was du machst und was weiß ich. Und schön. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Also gerne jederzeit, immer und bitte auch als schriftliche Bewertung dann gerne überall auf allen Portalen, aber genauso ist es in der Praxis wie sonst auch. Kritik ist so der absolute Antreiber und auch Ideengeber für Verbesserung.
Aber wie kann ich denn jetzt die Kundenzufriedenheit dann messen? Also wenn du jetzt sagst, ne, klar, Kundenzufriedenheit oder Kundenumfrage ist so das Erste, was mir dann halt einfällt, ne, was du dann so in die Hand gedrückt bekommst, wo du als Kunde wahrscheinlich auch tendenziell wenig Lust hast, das auszufüllen, weil auch wenn es nur so Multiple Choice ist, du musst dann ja immer dann da irgendwie auf einer Skala von und keine Ahnung was. Ich meine, die meisten, also viele dürften sich davon genervt fühlen. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn als Praxisinhaber dann zu sagen, ja, ich möchte gerne wissen, wie zufrieden meine Kunden sind. Frage ich dann direkt nach oder weiß ich nicht, was mache ich denn da? Genau, das ist schon mal wieder gut, dass du das so sagst, dass wir im Prinzip auch dort wieder einen Prozess standardisieren können. Ich will jetzt das nicht zu sehr vertiefen, weil das dann zu mechanisch dann wird auf eine bestimmte Art und Weise. Das einmal, wir können grundsätzlich uns für jeden potenziellen Touchpoint, den wir wichtig finden, können wir uns überlegen, was kann man an dieser Stelle fragen und wie kann man danach fragen. So, einfach mal ganz grundsätzlich. Das ist das eine als standardisiertes Verfahren. Ein anderes teilstandardisiertes Verfahren kann auch sein, dass man so den menschlichen Faktor der Spontanität dann noch ein bisschen mit drin hat, dass man nämlich einfach reagiert. Weil wenn dann irgendwie plötzlich bei irgendeinem Termin der Patient sagt, boah, heute lief das hier aber nicht gut, oder? Ah, Dann okay, kann man ja mal ja. haben, dass man sofort sagt, okay, Lichter an, das hier ist jetzt gerade der Moment, wo wir jetzt ganz konkret Input finden können über das, was los ist. Und dann, was wir nämlich meistens machen, ja, sind ja auch drei Mitarbeiter krank und diese kommen in so eine blöde Rechtfertigungsfalle und labern da rum, Ja. weil wir wollen ja nur, dass die Patienten zufrieden sind, aber wir wollen gar nicht wissen, was sie zufrieden macht. Das ist total doof. Und dann haben wir die Chance total verspielt. Da nehme ich jetzt mich nicht aus, das geht mir auch manchmal so, weil es hängt auch davon ab, wie man das gerade selber wahrnimmt, wie man selber drauf ist. Vielleicht stört es einem das selber, dass man spät dran ist oder so. Dann will man nicht noch irgendwie ein Gespräch plötzlich führen, sondern einfach nur fertig werden. Das Ja. gibt es. Aber das ist dann auch so ein Punkt, wo man dann einfach konkret sagen kann, okay, erzähl mal, was meinst du damit? Ja, wo man Was sich dann halt auch die genau? Zeit nimmt und sich der Kunde dann ja auch wieder ernst genommen fühlt, ne? Also. Ganz genau. Ja, das hast du ganz schön gesagt. Das ist nämlich ein total wichtiger Punkt. Mit der Art und Weise, wie wir mit so einer Situation umgehen, sorgen wir automatisch auch schon für eine gewisse Zufriedenheit in dem Sinne, indem wir den ernst nehmen, dann in dem Moment. Das ist übrigens am Ja. Rande mal erwähnt als Mini-Exkurs quasi einer der häufigsten Fehler, die hasse ich, wenn meine Mitarbeiter die machen. Sie haben ein bestimmtes Konzept, wie sie mit Beschwerden umgehen sollen. Und ich hatte eine Mitarbeiterin einmal, ja, die hat mir immer gesagt, ja, ich habe dann erstmal den Patienten beruhigt. Oder sie hat gesagt, ja, ich habe mich dann erstmal beim Patienten entschuldigt. Und ich sage, ey, komm, erstens, kein Mensch will beruhigt werden, wenn er genervt ist. Das weiß man spätestens, wenn man mal eine Partnerschaft versucht hat zu haben und die vielleicht länger als eine Woche gedauert hat. Und jemand hat sich aufgeregt in der Partnerschaft und dann sagt man dem, jetzt beruhig dich erstmal. Ja, also das ist so der erste Schritt zur Eskalation, würde ich mal sagen, für die meisten Ja. Menschen. Das zweite ist, dass man sagt, ich habe mich dann entschuldigt. Ja, eine Entschuldigung, das ist so, das sehen wir in der Politik, im Fernsehen oder bei Fußballern. Ja, sagen wir mal, Bayern München ist ja nicht so gut. Die machen das auch immer. Dann sagen sie, ja, warum haben sie denn so scheiße gespielt? Ja, ich übernehme die volle Verantwortung, es tut mir leid. Und was passiert? Ja. Danach geht er erstmal zum Friseur, dann geht er zur Massage, dann geht er zu seiner Freundin und danach zurück nach Hause. Ja, toll. Und es ist nichts Aber das, passiert. Null Reflexion, null Lösungsorientiertheit, null ja. Ernstnehmen des Gegenübers, der die Frage dann entsprechend stellt. Ich hoffe, ich Ja. komme jetzt nicht zu weit weg in dem Bereich, können auch gerne wieder Nee, ich zurück. merke nur, dass wir immer in dieses ganzheitliche Konzept halt auch kommen, dass sich der Kreis irgendwie auch immer so ein bisschen schließt, ne? Weil jetzt mein, ist auch wieder so der Praxisinhaber, also der Praxisinhaber ist ja nicht der Einzige, der im Alltag mit Beschwerden mal konfrontiert wird. Das ist ja, wie du sagst, manchmal ist es die Dame, die am Empfang sitzt oder keine Ahnung, wer liegt ein Behandler. Dass es halt wieder dieses ganzheitliche Konzept ist, so nach dem Motto, jeder sollte wissen, was er zu tun hat, wenn er mit einer Beschwerde in Kontakt kommt. Ganz genau. Jeder sollte es auf die gleiche Art und Weise oder annähernd auf die gleiche Art und Weise tun, zumindest mit dem gleichen Ziel, um das Ganze auch Ja. wieder zu prozessorientiert. Manche haben im ersten Moment das Gefühl, das ist zu starr, aber alles sind Prozesse. Es ist nur die Frage, wie man sie genau beschreibt. Aber das mag nicht jeder vom Gefühl her so zu benennen. Wir sollten ein Ja. einheitliches Ziel haben, nämlich das einheitliche Ziel sollte sein, die maximale Zufriedenheit des Patienten, Kunden, Mitarbeiters, wie auch immer. Das heißt, dazu gehört einfach eine gewisse Form von Ernstnehmen und Lösungsorientiertheit, zumindest der Versuch der Lösungsorientiertheit. Ja, Ja. man kann nicht immer jedes Problem lösen und man will vielleicht auch nicht immer jedes Problem lösen. Ja, kommen wir mal zurück. Wir hatten irgendwann mal gesagt, in einem der Podcasts haben eine Pizzeria und dann sagt der Patient, er möchte gerne Sushi haben. Okay, dieses Problem, das muss ich jetzt nicht lösen.
Ich merke auch gerade wieder, das ist wieder, ich glaube, das hatten wir auch in dem Restaurant, mit dieser Verbindung zwischen Kundenerwartung und Kundenzufriedenheit, wie eng das eigentlich miteinander verzahnt ist dann, ne? Und ich glaube, manche Kunden wären schon zufrieden, wenn ihre Erwartung erfüllt wird, dass sie einfach gehört werden, ne? Dass du jetzt nicht in Genau, der das ist Lage das sein musst, von dem zu. Kanu-Modell. Das ist Ja, das genau, guck mal Kanu-Modell. hier. Es ist, Ich habe ja, aufgepasst. genau, haben wir auch schon vorher besprochen. Das ist auch sehr gut. Es ist ein Grund, was ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen? Er möchte gesehen und wahrgenommen werden. Ja, Ja. damit fängt es schon an. Wenn wir einfach nur den abbügeln und sagen, ja, interessiert mich nicht oder habe keine Zeit oder ja, liegt daran oder Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Ja. Irgend so eine Worthülse, so ein Geschwätz. Damit wird schon dieses Grundbedürfnis einfach nicht erfüllt. Ja. Und das ist dann auch, wie man dann da weitergehen kann. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück, weil du hast ja eigentlich die Frage gestellt, wie kann man es messen? Da möchte ich auch noch ein bisschen spezifischer werden. Das heißt, ich habe Ja. gerade gesagt, dass wir einmal auf die Touchpoints gehen können und dort konkrete Fragen auch vorbereiten können oder spontan eingehen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wir können das auch auf zweierlei Arten dann wiederum machen. Wir können einmal klassisch so eine eher quantitative Befragung machen. Wie gefällt dir das? Likert-Skala 1 bis 5 oder irgendwie so, was ist oder Sterne geben oder so. Und dann können wir hinterher auswerten, das ist zu 97% wichtig, das ist zu 50% wichtig, das ist zu 70% wichtig oder wird erfüllt oder so. Das ist das eine. Viel, viel spannender ist aber oft eine qualitative Art und Weise der Befragung. Und die ist auch oft viel netter für die Patienten und ist viel agiler, ist auch viel leaner von der Befragung her. Zwei oder ein Beispiel erstmal für so eine klassische Befragung, die etwas ungewöhnlich ist. Zum Beispiel eine relativ allgemeine. Wenn es eine Sache gäbe an diesem Interview, was du ändern könntest, egal was, was wäre es? Wenn Ah, es okay. eine Sache gäbe, die unbedingt so bleiben muss bei unserem Interview und sich nicht ändern dürfte, was wäre es? Ja. Das heißt, es ist sehr spezifisch auf ein paar Key-Features. Gleichzeitig sind es offene Fragen, die nicht nur ein Ja, Nein, 150, 30 vielleicht erzeugen, gut, schlecht, sondern die eine konkrete Aussage erfordern und auch wirklich das Bedürfnis zeigen, ich möchte hier gerade in die Tiefe gehen. Ja. Ja, die können ja sogar dann, also dem Gegenüber dabei helfen, sich überhaupt mit der Thematik mal auseinanderzusetzen, ne? Weil vielleicht kommen da ja auch Sachen an die Oberfläche, über die man jetzt so gar nicht so nachgedacht hätte, ne? Also, ich meine, man wird ja quasi gezwungen, sich selbst zu überlegen, wie antworte ich jetzt auf diese B-Frage, ne? Also, es ist ja eine B-Frage. Ja, Genau. Okay. ganz genau. Und, Und das aber ich habe kann jetzt. sehr, sehr hilfreich sein, einfach, um schnell Ergebnisse zu haben. Dann kann man manchmal, wenn man plötzlich merkt, das ist ja auch so Intuition beim Unternehmer auch mal, dass man einfach merkt, irgendwas läuft da an einer bestimmten Stelle irgendwie nicht. Und dass man wirklich Ja. ganz genau hingeht und diese eine Stelle genau isoliert, auch das wieder, das Lean, das ist der Fokus, man lässt alles andere, nicht wie gefällt dir die Praxis, wie gefällt dir unser Service oder so ein schwammiges, sondern wie gefällt dir die. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt, ich würde es jetzt anders formulieren für den Patienten, aber beschreibt die Responsivität unserer Telefonistin beispielsweise. Ja. Ja, und da Das hast du ist ein diesen super. Beschreib ja schon drin. Du kannst nicht ja, nein, toll oder sowas sagen. Du solltest ja, also holst ja dann eigentlich aus normalerweise. Ja, zum Beispiel. Aber ich habe jetzt im Laufe unseres Interviews gemerkt, dass meine letzte Frage eigentlich gar nicht stimmt, weil meine letzte Frage wäre gewesen, wie oft sollte ich die Zufriedenheit meiner Kunden messen? Und das ist ja, also so wie ich jetzt raushöre, wäre es ja Quatsch dann zu sagen, so einmal alle 2 Wochen oder so, weil vieles ergibt sich ja dann auch, glaube ich, im Alltag, ne? Ja, das ist auch tatsächlich zu viel, muss man sagen, weil man muss ja überlegen, das muss ja auch immer jemand ausfüllen. Es ist jetzt die Frage, alle 2 Wochen unterschiedliche Personen, okay, das könnte schon Sinn machen, muss dann auch Ja. noch jemand wieder auswerten oder die gleichen Personen. Statistisch gesehen macht es oft Sinn, dass man eine sehr große Befragungszahl dann entsprechend hat. Dazu auch gleich nochmal ein Tipp, dass man sie auch tatsächlich auswerten kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man halt sich wirklich wichtige Punkte aussucht. Also Beispiel, wir machen es grundsätzlich, ich werde jetzt nicht die Details komplett verraten, an ganz bestimmten strategischen Punkten im Laufe unserer Patienten-Kunden-Journey, Kundenreise, werden Befragungen einfach gemacht. Das ist so, dass es die Patienten nicht nervt und ausreichend weit auseinander, aber so, dass bestimmte Phasen quasi, die abgeschlossen worden sind, dort vernünftig auch beurteilt werden können von den Patienten. Und das geht dann im Prinzip über möglichst viele Patienten. Nummer eins.
Nummer zwei, es sollte grundsätzlich zwei weitere, sag ich mal, strategische Formen geben, wann wir Befragungen machen. Nämlich Nummer zwei, wir merken, es gibt ein Problem oder ein Verbesserungspotenzial. Dann sollten wir eine individuell darauf zugeschnittene, außer der Reihe Befragung entwerfen, die genau das Ja. Problem angeht. Nummer drei, Spontanität, wie was wir heute gesagt hatten bei Beschwerden, geht auch bei Lob. Boah, heute lief das hier richtig super, ne? Oh, vielen Dank, das ist ja total nett, dass Sie das sagen. Das freut mich total, gebe ich auch ans Team weiter. Was war denn heute der Auslöser dafür? Ja, ich glaube, der zweite Satz, ne, die zweite Frage, das ist das halt, was den Unterschied macht, dass es nicht nur Genau. bedankst, sondern dass du nochmal, okay, ja, gut. Genau. Im nächsten Interview geht es übrigens über Beschwerdemanagement. Da kann man genau an der Stelle nochmal ansetzen. Das ist gut, das können wir auf jeden Fall machen. Den letzten Punkt dazu, ich wollte ja noch einen Tipp geben, den will ich jetzt Ja, nicht gerne. verschweigen. Nein, Und nein. zwar aus einer eigenen Erfahrung. Früher haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir fragen jetzt mal eine Woche lang oder 2 Wochen lang alle Patienten beispielsweise. Das führt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, was die Performance der Befragung angeht. Und Okay. heute machen wir es so, wir fragen so lange, bis wir, keine Ahnung, 200 vollständig ausgefüllte Fragebögen haben. Das auch nochmal als Ziel. Auch das ist wieder eine Metrik, eine Messbarkeit in der Messbarkeit sozusagen, dass wir von vornherein haben, wie auch in der Wissenschaft, dass wir vorher sagen, wie groß muss unsere Studiengruppe sein, welche Power braucht unsere Statistik sozusagen, damit sie überhaupt eine Aussage generiert, die irgendeinen Wert hat.